Die extreme Hitze der letzten Wochen sorgt für Dürre. Auch das kostbare Gut Wasser wird in München immer knapper. Wir haben einen sehr trockenen Sommer heuer. Das macht sich natürlich überall bemerkbar, in den Flüssen, in den Seen, auch im Grundwasser. Und wenn das in den nächsten Wochen so bleiben sollte, werden wir sicherlich noch größere Probleme bekommen hinsichtlich der Gewässerökologie. An der Isar können wir das Ganze ziemlich gut abfedern mit dem Silbensteinspeicher. Da haben wir auch noch genügend Reserven drin. Allerdings an anderen Gewässern wie der Würm oder dem Hachinger Bach, da haben wir schon sehr niedrige Wasserstände. Doch auch der Pegel des Silbensteinspeichers sinkt im Moment täglich um 15 cm. Der Wasserspiegel liegt derzeit 3,5 Meter unter der normalen Sommerstauhöhe. Wenn sein Wasser die Isar nicht mehr stützen kann, wird in München das Worst-Case-Szenario eintreten. Dann müsste man die Münchner Stadtbäche erstmal mit weniger beschicken, müsste dann im Einzelfall schauen, wie man das ökologisch gut handeln kann. Und die Kraftwerke, Heizkraftwerk Süd und Nord, müssten entsprechend die Leistung zurückfahren, damit die Temperatur in der Isar nicht weiter ansteigt. Zum Wochenende hin soll es nun regnen. Was es jedoch bräuchte, ist ein langanhaltender Regen mit geringer Intensität, damit sich der Boden wieder mit Regenwasser sättigen kann. Problem sind halt bei den Starkregen nach Gewittern, dass die relativ schnell oberflächennah abfließen. Da wird man sicherlich zukünftig darauf achten müssen, dass man noch viel mehr Flächen entsiegelt, dass man das Wasser auffängt, vielleicht auch in Zisternen zum Gartengießen oder natürlich dann in Speichern im Gelände, in der Landschaft. Die Wasserknappheit macht sich auch an den Seen in der Region bemerkbar. Viele oberbayerische Seen haben so wenig Wasser wie schon seit Jahren nicht mehr. Badegäste sollten deshalb besonders vorsichtig sein. Es gibt bestimmt auch Seen, also jetzt vielleicht nicht Starnberger See oder Ammersee, aber auch so kleine Baggerseen oder sowas, wo Flachwasserbereiche sind, wo man jetzt nicht erkennen kann, wie tief die sind. Und wenn man das Gewässer so auch nicht kennt, besteht da schon die Gefahr, dass vielleicht an einem Sprungturm oder was schon der Wasserstand zu gering ist und dass man sich dann sogar verletzt dabei. Noch aber ist mit einer Beeinträchtigung der Wasserversorgung für die Münchnerinnen und Münchner nicht zu rechnen. Seinen Beitrag zum Wassersparen kann trotzdem jeder leisten. Und so kann dann der Spätsommer guten Gewissens genossen werden.